vorgestellt. Galaxy Squad. Vorschau Nummer 2. Wir waren letztes Mal hier, glaube ich, auf dieser Raumstation und haben uns da eingedeckt. Hier blinkt gerade Schiff. Gucken wir mal, was mit Schiff ist. Okay, da ist wohl irgendwie was kurz vorm Fertigwerden oder was? Konstrukt. Okay, das ist 5 von 6. Ich gehe davon aus, dass da noch was, noch eine Runde braucht. Gut, das ist aber schon mal soweit gut. Kampfeinheit, Station. Also, jetzt gehen wir in die Station. Die haben wir letztes Mal hier komplett besucht. Ich glaube auch nicht, dass da sich jetzt was geändert hat, oder? Hier ist nichts, das ist klar. Okay. Wir waren im Ship-Service und wir hatten ja keine Kohle mehr. 14 von 59, das wollten wir dann aufsparen, weil mehr hatten wir nicht. Treibstoff ist voll. Reparieren brauchen wir nicht, also geht es hier auch wieder raus. Und wir hatten noch den Waffenshop, den brauchen wir aber auch nicht aufsuchen. Aber wir können es ja trotzdem mal tun, um gerade zu schauen, ob es hier was anderes gibt. Aber es sieht nicht so aus, dass hier irgendwas ist, was für 14 zu haben ist. Plus 1 zu Rüstung 3, plus 1 zu Rüstung. Okay. Interessant, da haben wir letztes Mal dieses Gimmick leider nicht gehabt, weil hier ist sogar noch eins, was noch ein bisschen besser gewesen wäre. Naja, das ist dann halt so. Gegenstände verkaufen ist nicht. Das sind unsere Werte. Wir sind noch nicht gelevelt und gehen dann, denke ich mal, zu unserem Schiff, oder? Also das waren ja die Waffenladen, Schiffservice, Taverne und zurück zum Schiff. Das sind die Sachen, die wir hier machen konnten. So, jetzt ist noch die Frage, was haben wir noch Aufgaben? Ich glaube dann nicht, oder? Oder doch, da ist ein Marker. Ich denke mal, wir können jetzt aber auch definitiv mal zum Beispiel hier hinfliegen und gucken, was da so gibt. Der Generator ist fertig. Du springst und hältst kurz darauf einen Notruf. Es sieht so aus, als würde ein nahegelegenes Transportschiff von einem Schwarm angegriffen werden. Dort sterben gerade unschuldige Menschen. Was willst du? Hilfe. Warten. Ja, wir helfen. Kleine Sequenz. Und wir sind hier und da unten war der Gegner, oder wie sehe ich das? Können wir den nochmal sehen? Ja, Überlebende. Okay, die müssen wir also retten. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir hier irgendwo Deckung finden. Schwierig, aber kann man hier überhaupt Deckung haben? Zeigt da keine Deckung an. Da gibt es auf jeden Fall eine Truhe mit irgendwelchen nice Möglichkeiten. Ich würde jetzt mit dem erstmal da hingehen. Oder besser da. Hallo? Okay, und dann komme ich da nicht mehr hin, oder was? Hallo? Wir wollen das ja haben, oder? So, was haben wir jetzt bekommen? Verbleibende Gegenstände sind noch 2. Da gibt es auch noch was. Also sollten wir vielleicht dahin gehen. Ich sehe jetzt nicht, dass sich was geändert hat und würde auch gerne erstmal dahin gehen. Ach, da kann man rüber gehen. Okay. Und da haben wir noch was gekriegt, aber ich weiß nicht was. Oder? Doch, schwere Maschinengewehre vielleicht. Keine Ahnung. So, er begibt sich erstmal dahin. Irgendwann muss es ja mal irgendwie Kontakt geben, oder? Okay, nächste Runde. Achso, das ist das, was er hat. Er hat ein Streugewehr. Jetzt ist die Frage, also ich denke mal, hier hinten wird ja nichts mehr sein. Da gibt es noch einen Gegenstand. Und wir müssen definitiv nach hier vorne. Er ist jetzt der relativ weit hinten ist. Den schicken wir erstmal da lang. Und ja, wir gehen mal dahin. Ach, das war schon der andere. Okay. Ja, lass uns das holen und gucken, was da passiert. Ist noch nichts passiert. Wir haben noch... Wie komme ich denn hier runter? Gar nicht oder doch? Wie müssen wir dann retten? Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen.
Arm hier. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Gibt's hier irgendwo einen Transporter oder sowas? Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Schade, dass ich nicht weiß, wie es geht hier jetzt. Ach, das ist hier ein Terminal wahrscheinlich, um dann hier eine Brücke rauszufahren. Kann das sein? Und das gibt's da aber nicht. Dann machen wir das mal mit dem dahin. Und dann? Keine Ahnung. Aha. Er kann jetzt bis hier hingehen, oder was? You're a friggin' genius, you know that? In that stuff, eh? Ja, lass ihn mal bis dahin gehen, oder? At your service. Er schafft jetzt tatsächlich schon rüber. Yeah, can do. Dann gehen wir auch. Und wir haben 4 Gegner entdeckt. 4 Gegner, die alle hier hinten sind. Sehr interessant. So, er hat jetzt noch die Möglichkeit zu schießen wahrscheinlich. Den kann er nicht und die anderen 3 kann er zu 60%. Hier hätte er ein bisschen Schutz auf jeden Fall. Und sonst, das ist die Frage, ne? Ach, das ist auch noch einer von da hinten. Oh. Das war natürlich ganz schlecht, ey. Das ist ja ganz doof. Und dann wird der auch noch getroffen. Okay. Das ist nicht gut. Geschwindigkeit 6. Er kann da 100% treffen. Und sollte er auch tun, oder? Nein, das machen wir. Wie kann ich denn jetzt hier treffen? Hm? Da? Achso, da ist der Haken. Leertaste Aktion bestätigen. Die Kakerlake ist schon tot. So, hat er auch 100% irgendwo? Da sind noch so viele. Okay. Ne, dann machen wir diesen hier. Auch tot. Und und die natürlich angreifen. Der hat noch tatsächlich überlebt, so ein Shit. Ein Zombie kommt da auch noch. Ich glaube, er ist gleich tot. Noch ein Zombie, okay. So, 86, 64. 86. Ja, muss sein. Die ist tot. 80. 80. Angreifen.
lebt noch so ein Shit. Und den auch nochmal. Aber die Zombies halten viel aus, wa? Ich muss den aus der Schusslinie bringen, denke ich mal. Boah, die treffen aber super da hinten, ne? Ja, schon. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir müssen erstmal hier supporten. Verteidigen, nachladen, überwachen. Und er? I'm here. Dreiundachtzig, fünfundsiebzig. Herzhack angreifen. Jetzt kommt er dran. Okay, das ist nicht gut. Verpasst. Ja, der Zombie hat nicht mehr viel, ne? Aber der ist auch jetzt down, ne? Oh Gott. Ja, okay, das war's dann schon. Nicht so dolle. Soldaten verloren, 3 Agnes Bände, 2. Okay, das war das mit dem Fortsetzen dann. Okay, das war eine schnelle Runde, aber war eigentlich ganz cool, oder? Ich glaube, wir machen es nochmal. Weil es so schnell war. Kampagne. Bleibt dir nichts anderes übrig, ne? Eroberer, Schütze, Unterstützer. Haben wir immer noch. Daniel, Smack, ich glaube, das sind immer noch die gleichen. Machen wir dann nochmal. Und selbstgebauter dicker Schiff. Wir hatten ein Kampfschiff, ne? Ja, lass uns dieses Schiff trotzdem nochmal nehmen, wenn wir das schon hatten. Und Bonus Treibstoff. 80 Grad Zusatz. Ne, wir machen den Bonus Treibstoff wieder. Ich glaube, dann ist das ganz gut. Schwierigkeit ist normal. Das lassen wir und starten nochmal durch. Okay. Gucken. Ah ja, das ist die Sequenz, die wir ja schon kennen. Können wir die mit Leertaste oder Escape überspringen? Ja, mit Escape überspringen. Wir kennen das ja schon, das ist ja kein Ding. Gut. Raumstation gehen wir erstmal hin natürlich, oder? Ach, geht gar nicht. Wir müssen irgendwo anders hin. Kampfeinheit. Übrige Punkte. Gesundheit müssen wir definitiv machen. Und das machen wir diesmal auch, glaube ich, bei allen. Obwohl das Medikit natürlich hier auch nicht schlecht gewesen wäre. Das haben wir jetzt aber gerade verpasst. Die drei sind hier durch. Zurück. Schiff, was war da? Achso, wir wollen den Generator wieder bauen. Gut. Dann sind wir da erstmal weiter. Und jetzt wäre interessant. Station, ne, da ist jetzt nichts, ne? Wir fliegen erstmal Richtung Raumstation, denke ich. Jetzt Scan-Zeig, ein riesiges Asteroidenfeld in der Nähe. Du kannst dein Risiko eingehen und überprüfen, ob sich da etwas befindet. Ja, warum nicht? Dein Schiff wurde für 9 Punkte absorbiert, beschädigt. Fliehen. Okay, haben wir keinen Erfolg gehabt. Dann geht's mal zur Station.
Die sieht so aus, sehr interessant. Unser Schiff landet da. Da oben sind ein paar Space-Taxis oder sowas. Da gibt es jemanden, der hat was für uns. Dann sollten wir das doch nehmen. Wir kommen gerade vorbei. Was machst du hier? Erzähl mir einen Witz und ich werde dir Geld geben. Herr Doktor, ich habe jeden Morgen um 7 Uhr Stuhlgang. Ja, das ist doch sehr gut, aber ich stehe erst um 7:30 auf. Ah, der ist gut. Aber Herr Ober, der Kaffee ist ja kalt. Gut, dass Sie mir das sagen, mein Herr. Eiskaffee kostet nämlich ein Geld mehr. Ein Geld mehr. Ein Deutschlehrer fragt Bini, was ist das für ein Fall, wenn du sagst, das Lernen macht mehr Freude? Bin überlegt nicht lange. Ein seltener Herr Lehrer. Ich weiß nicht, welchen wir nehmen sollen, aber den zweiten finde ich jetzt nicht so schmackhaft. Den dritten, ach, ich glaube, der ist schon ganz cool. Ich habe mehr erwartet. Na super. Das ist aber schade. Weapon Shop. Okay, dann gehen wir da mal hin. Was brauchst du? Ich dachte, das ist sicher, dass die Sicherheit solche Leute wie dich hier nicht reinlässt. In diesem Fall könntest du dich nützlich machen. Das bestimmt und werde auch gut dafür bezahlt. Ich sammle seltene Artefakte aus alten Epochen. Vor ein paar Tagen wurde ein Schiff, welches Anisio mich behört hat, von Blinden angegriffen und behauptet, ich gebe dir 70 Credits für die Wiederbeschaffung. Ich dachte, das ist die Sicherheit solcher Leute wie dich. Okay. Bis bald. Da hinten gibt es auch noch eine Aufgabe. Achtung, Bürger, deine Hilfe ist erforderlich. Was brauchst du? Die Föderationskolonie bei TY8 fordert eine Lieferung von Nahrungsmitteln an. Bitte hilf beim Transport dieser Lebensmittel, wofür du mich mit einer föderalen Prämie von 30 Euro belohnt wirst. Okay, bis bald. Gut, dann haben wir schon zwei Aufgaben hier bekommen. Geld haben wir nicht. Stritz ist da. Das heißt, wir können zwar hier in den Waffenshop gucken und Schiffsservice und in die Bar kommen gar nicht oder gibt es gar nicht. Das heißt, wir können gleich zurück in den Gleiter. Und müssten jetzt mal gucken. Ah, das ist hier. Das heißt, wir fliegen erstmal dahin. Gut, dann werden wir hier den Banditen mal auf die Pelle rücken und schauen, was wir da tun können. Sammeln alle Gegenstände. Okay. So, jetzt die Frage, wo die sind. Die Gegenstände sind da und da und da sind schon die Gegner. Okay. Weltraumhund, okay. Ich glaube, wir sollten erstmal hier in Schutz gehen. Und dann haben wir hier 64%igen Trefferschutz, die wir dann auch nutzen sollten. Okay, das geht schnell. Und er hat schon eine 75er Chance. Ziehen wir gleich durch, oder? Und da hinten ist noch einer. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mit ihm erst dahin. Er sieht aber noch nichts. Okay, das ist jetzt nicht so toll. Dann haben wir gleich einen mit 17 gekriegt, ne? 100% und dann drauf, bitte. Erledigt. Dann sollten wir die Dinge einsammeln, oder wie sehe ich das? As you wish. Das haben wir schon. Er würde sogar bis dahin kommen. Dann gehen wir bis dahin. Confirmed. Ja, sammle Gegenstände. Can do. What can I do for you? Verbleibende Gegenstände noch einer und der ist hier, okay. Can do. Dann holen wir den nochmal, oder? Wie, alle Gegenstände haben wir noch nicht? Ach, da ist noch einer. Kommt der hin, ne? Das weiß der vorher. Also hier ist ja nichts mehr, ne? Ja, er kommt ja auch nur bis dahin, aber machen wir mal gerade, bevor da noch eine Überraschung auftaucht. Und er kann es holen. Neue Runde und
Der Zug müsste erledigt sein, oder? Ja, Sieg, Feinde getötet. 3 von 5. Ach, da gab es noch 2. Okay, die habe ich jetzt nicht gesehen, aber ist auch nicht so schlimm. 3 Sterne Bewertung ist auch cool. Quest abgeschlossen. Lanius Nacko hat eine Eigenschaft stabil. Okay. Eine neue Eigenschaft stabil. Sehr schön. Schmacko. Kann man das hier sehen? Talente löschen für 5, ne? Gesundheit, Bewegungsradius, Energierüstung. Erhöht die Gesundheit. Scanner wirft ein Scanner, der die Umgebung scannt. Okay, betäubte Granate und Medikit verwenden. Benötigt, benötigt, ist klar, aber ich sehe jetzt nicht, wo er hier diese Eigenschaften haben könnte. Da ist nix. Ach, da steht's, stabil. 25 Chance, Probleme zu widerstehen. Ah, alles klar. Gut, dann ist das soweit gut. Zurück. Da gibt's ein Fragezeichen und hier hinten hatten wir noch die andere Aufgabe, ne? Machen wir gerade die Lieferung von Lebensmitteln. Du bist in der Kühe angekommen, du hast den Stadtverwalter über die Unterstützung mit Lebensmitteln informiert und sie haben danach begonnen, die Fracht zu chipulieren. Quest abgeschlossen. Ja, das bedeutet, wir können das abliefern dann, oder? Und dahin. Ach, der Generator ist auch fertig geworden. Sehr cool. Dann können wir das hier gerade noch abgeben. Holen uns unsere Kohle ab hier. 70 Credits gekriegt, sehr schön. Bis bald. Und der andere Kollege ist da. Auftrag erledigt. 30 Credits, das heißt, wir haben 100 Credits bekommen. Dann gehen wir mal ein bisschen schauen hier. Ship Shop. Sollten wir vielleicht als erstes tun. Und wir haben 54. Machen wir so. Dann haben wir da ein paar mehr. Einer geht noch. Ach so, wir können sogar voll tanken, oder? Gehen wir nicht. Nee, geht nicht. Das Schiff reparieren wir auch. Dann haben wir noch ein bisschen was über. Systemsteckplatz öffnen. Na, 100 haben wir jetzt sowieso noch nicht. Und dann sind wir hier erst durch. Gehen dann in den Waffenshop. Rüstung plus 2 ausweichen. Da nix. 10 auf Energiepunkte und da 2 auf kritische Trefferchance. Ich glaube, die 66 ziehen wir uns mal alle gerade rein. Und der hatte noch 2 Ausweichen. Kaufen wir. So, wie viel haben wir noch über? 7 Taler. Da werden wir wahrscheinlich nichts für kriegen. Nee, nicht. Sehr gut. Damit sind wir hier fertig. Sind hier noch ein Schiffsservice beim Laden? Haben wir. Zurück zum Schiff. Ja, können wir dann machen. Hier ist ja sonst nichts, ne? Oder? Die Bar gibt's hier, glaube ich, nicht, ne? Nee. Zurück zum Schiff. So, Kampfeinheiten. Und dann haben wir hier... Lass uns mal gerade gucken, wer war das mit dem Stabil? Das war Chance, Betäubung zu widerstehen. 10 auf Energiepunkte, 2 auf Ausweichen. Und dann machen wir das unseren Supporter. Dann gehen wir weiter. Haben wir hier 10 auf Energiepunkte. Und er war ein Eroberer. Plus 2 auf kritische Trefferchance. Ich glaube, dann machen wir das bei ihm hier rein. Und der Schütze, da hatten wir ja noch einen Schützen, ne? Der war Schütze, der kriegt dann die kritischen Treffer. So. Das ist doch erstmal ein ganz gutes Ding, oder? So, dann sind wir hier raus. Und ich würde dann erstmal sagen, machen wir hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid.
Falls noch kein Abo, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, Daumen hoch. Glocke an, kriegt damit, wenn ich das Video hochlade. Kommentare sehr gerne und auch gerne das Video woanders teilen. Dann sehen wir mehr. Alles klar, bis dann. Ciao.